Wir sind immer noch bei Dr. Wack im Labor in der Forschung und Entwicklung. Und warum nicht nur die Reinigungsleistung, sondern auch die Materialverträglichkeit wichtig ist, schauen wir uns in diesem Video an. Im letzten Video haben wir uns den ganzen Prozess einmal angeschaut, den so ein Produkt durchlaufen muss, bis es wirklich am Ende bei dir in der Garage oder auf dem Waschplatz ankommt. Und ein essentieller Teil dieses Prozesses ist natürlich der Performance- und Verträglichkeitstest. Und hier wollen wir jetzt wirklich mal reinzoomen und uns mal angucken, wie viel Arbeit eigentlich da drin steckt, herauszufinden, was ein Produkt kann und was es nicht kann und vor allen Dingen, was es nicht tun soll, nämlich Material kaputt machen. Dafür habe ich mir auf jeden Fall einen Experten dazu geholt, Hartmut Hauber von Dr. Wack. Der ein oder andere wird ihn kennen. Danke, dass du da bist. Wir wollen einfach mal dich bitten, uns mal zu erzählen, was euer Testprozess umfasst. Und vor allen Dingen, was vielleicht dieses kleine Messgerät hier von einem handelsüblichen für 70, 80 Euro unterscheidet. Gut, dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal die Materialverträglichkeit an. Gerne. Die beiden Stäbchen kenne ich ja noch von der Dicon. Die hattest du ja auch schon bei. Jetzt liegt hier noch ein bisschen mehr. Von daher würde ich sagen, erzähl uns doch einfach mal, was ihr mit diesen ganzen Materialien hier macht und was ihr da testet. Ja, das Thema Materialverträglichkeit ist ja für uns auch besonders wichtig. Nicht nur die reine Produktleistung, sondern auch das Produkt muss auch sicher sein für den Anwender und vor allem für die Materialien, mit denen es in Kontakt kommen kann. Ja. Daher legen wir auf Materialverträglichkeit sehr, sehr großen Wert und haben eine Reihe von standardisierten Tests, die wir durchführen, die jede Rezeptur durchlaufen muss. Und nur wenn alle Tests positiv sind, geht das Produkt oder die Rezeptur dann in die nächste Stufe. Mhm. Wir haben hier exemplarisch mal vorbereitet, hier Lackverträglichkeit. Man sieht auch hier einen Lackangriff durch eine farbliche Veränderung oder durch Aufquellprozesse kann man also Lackbeschädigungen feststellen. Und im Vergleich dazu hier eben ein Plätzchen ohne Lackangriff. So soll es also sein. Was für eine Art von Produkt ist hier draufgekommen? Das war ein Felgenreiniger, den wir getestet haben und der also dann eben einen Lackangriff verursacht hat. Daneben testen wir standardmäßig immer auf Eisen, auf blankem Aluminium, hier dann auf eloxiertem Aluminium und dann machen wir eine Kunststoffverträglichkeit auf Polycarbonat und hier auf Plexiglas. Und das sind also so die Grundmaterialien. Je nach Anwendungsgebiet oder Produktart kommen da noch verschiedene andere Materialien mit dazu. Das kann natürlich im Motorradbereich, sind das andere Materialien, also vielleicht im Fahrradbereich oder im Automobilbereich. Ja. Zusätzlich haben wir auch noch die Praxistests, wo wir auch noch mehr auf die Materialverträglichkeit natürlich damit achten. Wie machen wir das Ganze? Ich mache mir hier als Beispiel einen Test mit unserem A1 High-End Spraywachs. Es wird also hier in so Gläschen gegeben und die Testmaterialien tauchen wir dann eben im Originalprodukt. Dieser Test läuft bei Raumtemperatur über 24 Stunden. Okay. Anschließend werden die Testplätzchen wieder herausgenommen, abgespült, getrocknet. Und dann darf keinerlei Verfärbungen, Angriff erkennbar sein. Das ist unser Anspruch, wenn hier Probleme auftauchen, wird gestoppt und die Rezeptur kommt zurück zur F&D. Ja. Und jetzt bei den Sachen, die ich hier sehe, das sieht ja alles relativ stark angegriffen aus. Kann sowas auch eine Sprühversiegelung machen oder ist das eher Felgenreiniger, Insekten? Das sind in der Regel meistens klassische Reinigungsprodukte, wo halt, man oftmals auch extreme pH-Werte vorfindet. Ja. Entweder stark sauer oder stark alkalisch. Ja. Und da können solche Metallangriffe oftmals stattfinden. Okay. Anders ist es jetzt im Bereich von Kunststoffverträglichkeit. Ja. Man kann ja, wie wir auch schon mal gehört haben, über den pH-Wert keine Kunststoffverträglichkeit ableiten. Ja. Es gibt also in Anführungszeichen harmlose Produkte und Rohstoffe, die aber trotzdem sehr stark Spannungsrisse verursachen. Und das wird also hier abgeprüft und hier erlebt man immer mal wieder auch eine Überraschung, dass ein Produkt, das eigentlich als harmlos erscheint, deutliche Probleme bei der Spannungsrisskorrosion zeigt. Spannendes Thema. Jetzt vielleicht fangen wir mal mit diesen kleinen Stäbchen an. Ich halte sie mir mal hier vor. Ihr habt da so kleine Stifte durchgejagt. Warum? Genau. Das ist also ein Testprozedere, das der IKW, der Industrieverband für Körperpflege und Waschmittel, festgelegt hat. Ja. Der Metallstift ist vom Durchmesser etwas größer als die Bohrung. Das heißt, wir pressen diesen Stift in die Bohrung rein und setzen dadurch das Material rund um den Stift etwas unter Spannung. Ja, und dann träufeln wir eben um den Stift das Produkt auf und lassen das also auch über 24 Stunden bei Raumtemperatur einwirken. Wenn ein Produkt Schwächen zeigt, dann sieht man hier ganz deutlich,
treten eben diese Spannungsrisse auf. Selbst das Kleine ist hier schon ein Spannungsriss, wenn ich das richtig verstanden habe? Oder das ist einfach nur Standard? Nein, das ist eine Einkerbung. Ja, diese Einkerbung dient als Haltepunkt für die Presse. Ja, verstehe. Okay. Und kann sowas auch bei Sprühversiegelung passieren oder sind wir da auch eher im Reinigerbereich? Das kann auch bei Sprühversiegelungen passieren. Tenside haben ja verschiedene Aufgaben. Man kann die auch als Benetzungshilfsmittel einsetzen, ja, um also die Verteilung einer Sprühversiegelung zu optimieren. Ja. Wenn man hier die falschen Tenside wählt, dann kann durchaus auch so ein Produkt Spannungsrisse verursachen. Ich frage gleich, weil ich habe jetzt hier so eine Platte gesehen, die jetzt schon wirklich komplett kaputt ist. Ja. Und wenn ich mir die Flüssigkeit dazu ansehe, sieht es jetzt nicht aus wie ein Reiniger. Richtig, das ist auch eine Sprühversiegelung, eben hier als Beispiel. Da sieht man also, dass durchaus durch nicht optimale Wahl von Rohstoffen hier enormer Schaden verursacht werden kann. Polycarbonat ist ja, weiß ja jetzt jeder, ist relevant. Wir haben Scheinwerfer, wir haben Blinker. Aber ist das denn so empfindlich oder muss da irgendwas passieren, damit dieser Angriff geschehen kann am Auto, meine ich? Stellen wir uns mal das Szenario vor, man versiegelt jetzt den Lack und durch Wind trägt man einfach etwas Produkt auch auf den Scheinwerfer drauf. Ja. Oftmals passiert sowas auch unbeabsichtigt. Ja. Das heißt, man hat auch nicht die Gelegenheit, sofort nachzuwischen. Ja. So kann also so ein Produkt länger auf den Scheinwerfer einwirken und dadurch eben auch Spannungsrisse verursachen. Die zweite Methode ist eine Biegestreifenmethode. Diese Biegestreifenmethode simuliert quasi die Spannung über das Biegen auf dieser Schablone. Ja. Und hier ist es also so, diese Biegestreifen gibt es ausschließlich aus dem Material Polycarbonat. Plexiglas stehen die nicht zur Verfügung. Drin nehmen wir eben für Plexiglas bevorzugt eher diese Stifteindruckmethode, sodass wir auch beide Materialien abprüfen können. Also geht es im Endeffekt darum, einfach Spannung aufzubringen, um das Material ein bisschen zu belasten, wie es ja auch in der Praxis ist, weil ein Scheinwerfer ist ja auch geformt sozusagen. Richtig. Gut, ich glaube, ich habe verstanden, wie es funktioniert. Was sagst du, darf ich das mal ausprobieren? Wollen wir mal so einen kleinen Live-Test machen? Fangen wir vielleicht mit dem Polycarbonat an. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal hier das erste Produkt und würde das jetzt raufträufeln. Ne, dazu. Ja. Das ist sozusagen einfach, damit es gleichmäßig verteilt wird und nicht runterläuft. Richtig. Damit man auch eine gewisse Einwegzeit hat, machen wir das so mit Filterpapier. Ja. Und das wird jetzt eben getränkt. Das reicht? Ja. Sehr dickflüssig. Mhm. So eine Mischung aus beiden, ne? Von der Viskosität. Ja. Diese Plättchen wandern jetzt in den Trockenschrank, werden also bei 50 Grad gelagert. Und morgen sehen wir uns dann mal das Ergebnis an. Den Metall. Test fürs Sprayrex hast du schon vorbereitet. Dann würde ich sagen, nehmen wir auch gleich nochmal für die anderen beiden uns hier so ein Gefäß. Und was ist empfindlicher? Wahrscheinlich Alu. Ja. Und dann nehmen wir da auch nochmal ein Aluplättchen. Hier gibt es nichts mehr zu tun, außer zu warten. Wir sind ja zum Glück noch einen Tag hier und dann schauen wir morgen mal auf die Ergebnisse. Dank der Special Effects sind wir jetzt hier tatsächlich am nächsten Tag und ich bin super gespannt auf die Auswertung. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Erstens mal haben wir hier diese Metallplättchen, die wir getaucht haben über 24 Stunden. Und dann haben wir auch noch die Spannungsriss-Korrosionstests. Und da wollen wir mal schauen, was wir für ein Ergebnis erreicht haben. Genau, das heißt, die Aluplättchen haben wir einfach abgespült, damit die Rückstände vom Produkt runter sind, damit wir erkennen, was ist. Und die Polycarbonatscheiben waren bei 50 Grad im Trockenofen. Und dann würde ich sagen, wir fangen mit den Aluplatten an und gucken mal. Fangen wir doch gleich mit eurem Produkt an. Und zwar einmal Alu, einmal Stahl. Oder, ja. Man sieht eine Farbvertiefung, aber kein Materialangriff. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber das sieht hier. Es ist absolut normal und neutral. Nichts, keine Verfärbungen und so weiter. Also Materialangriff nicht gegeben. Wenn man sich die beiden Testprodukte anschaut, ist es einmal der weiße genauso und einmal der blaue. Auch hier Farbvertiefung, aber keinerlei Materialveränderung. Okay, kommen wir zum Polycarbonat. Ich würde sagen, wir fangen wieder von links an. Auch hier, wenn ich gucke, sehe ich nichts. Sieht glasklar aus. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu den anderen Produkten, nämlich dem weißen. Und dann kannst du ja vielleicht mal beschreiben, was hier passiert ist. Also hier sieht man also ganz klar die typische Spannungsrisskorrosion vom Polycarbonat. Das heißt, das Material ist hier an diesen Stellen deutlich gerissen. Das heißt, mit so einem Produkt, wenn man auf einen Scheinwerfer gelangt und längere Zeit einwirken lässt, muss man davon ausgehen, dass hier eben Probleme auftreten und der Scheinwerfer eben eine Rissbildung zeigen wird.
Meinst du denn, dass das auch, wenn man es jetzt aufträgt und abwischt, dass es immer noch passieren kann? Oder würde das nur passieren, wenn du wirklich so einen massiven Überschuss drauf hast? Das kann durchaus auch passieren, wenn der Reiniger drauf bleibt. Man muss sich Folgendes vorstellen. Wir haben hier ja bei höheren Temperaturen getrocknet. Das heißt, es bleibt ja relativ wenig Wirkstoff zurück. Ja? Ja. Und der reicht aber aus, um eben diese Spannungsrisse zu verursachen. Okay. Und auch beim blauen Produkt relativ deutlich. Also wir haben hier noch einen kleinen Schatten vom Produkt wahrscheinlich, ne? Aber genau. Dennoch klar erkennbar. Und diese Spannungsrisskorrosion ist eben wichtig, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal bzw. Testkriterium in unserem Hause. Ja? Und da achten wir sehr stark darauf, dass die Produkte solche Eigenschaften nicht aufweisen. Vielleicht nochmal klar zu sagen, es ist jetzt nicht irgendeine Konstruktion. Also das beides sind tatsächlich Produkte, die so auf dem Markt aktuell erhältlich sind. Wir wollen jetzt nicht drüber sprechen, welche es sind. Gibt es da ein paar Probleme mit vergleichender Werbung? Aber unabhängig davon, was kann man jetzt als Nutzer und als Kunde machen, um irgendwie sowas zu vermeiden? Wie kann man sich am besten davor schützen? Ja, man muss halt bei der Anwendung ganz deutlich darauf achten, auch nur diese Teile zu behandeln, für die das Produkt vorgesehen ist. Ja. Es gibt also jetzt keine große Sicherheit bei solchen Produkten. Mhm. Ja. Da muss man eben ganz klar beim Einsprühen zum Beispiel darauf achten, dass kein Sprühnebel auf den Scheinwerfer gelangt. Ja. Sollte es trotzdem passieren, nicht nur abwischen, sondern auch nochmal gründlich reinigen, damit also keine Rückstände auf dem Scheinwerfer verbleiben. Ja. Hat mich definitiv ja, wirklich überrascht, also dass ein Insektenentferner, ein Felgenreiniger oder ein anderer Reiniger solche Sachen verursacht, habe ich mit gerechnet, ne, wenn man gerade nur auf den Preis guckt und irgendwie günstige Rohstoffe einsetzt, aber dass selbst eine Versiegelung, ja, ein Lackschutzprodukt sowas verursacht, hat mich dann doch überrascht. Von daher finde ich super, dass ihr das testet, dass ihr bei euren Produkten wirklich drauf achtet. Da kann man sich ein bisschen dann auch drauf verlassen, dass das die Anwendungssicherheit auch an Teilen gegeben ist, die nicht unbedingt für das Produkt vorgesehen sind, weil es passiert ja nun mal, dass man drüber kommt. Von daher vielen Dank für eure Vorbereitung. Danke für das, was ihr uns hier alles erklärt und gezeigt habt. Bitteschön. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges lernen. Wie gesagt, auch nochmal hier der Hinweis, nicht vielleicht immer nur auf den Preis gucken, sondern auch mal versuchen herauszufinden, was hinter der Firma steckt, was hinter den Produkten steckt, ohne jetzt wirklich alles in Himmel loben oder andersrum schlecht machen zu wollen. Aber es ist halt mehr als nur der Preis und die Performance. Da spielen noch ein paar andere Sachen eine Rolle. Vielleicht hat euch das Video in dem Bereich ein bisschen sensibilisiert. Mich auf jeden Fall, da nochmal mehr drauf zu achten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.